Willkommen zurück zu A New Beginning. Ja, die Algenfelder brennen. Wir haben zwar eine Bombe entschärft, aber es hat noch nicht viel gebracht. Vielleicht war es nur ein Ablenkungsmanöver. Wir werden jetzt einfach mal die Schleusensteuerung bedienen. Blödes Teil. Jetzt geh schon. Verdammt, der Druckausgleich spinnt. War ja wieder klar. Können wir die trotzdem öffnen? Die Tür lässt sich nur über das Terminal öffnen. Okay, wir haben nichts im Inventar. Die Steuerung für die Tür. Ja. Was zum Geier ist da los? Der Druck in der Schleusenkammer hat sich verdoppelt. So bekommen wir die Tür niemals auf. Okay, wir müssen also irgendwie den Druck runterkriegen. Hier ist eine Tür, können wir sie öffnen? Ich brauche einen Schlüssel mit vierkantigem Aufsatz. Aber wo finde ich sowas jetzt? Okay, Schlüssel mit vierkantigem Aufsatz. Oben bestimmt. Monitor. Das Zuchtlabor. Wenn alle Stricke reißen, finden wir dort die letzte Alge. Und wie ich mich kenne, werden sie reißen. Und ansonsten ist hier gerade nichts. Können wir nochmal... Das ist Faye. Sie sieht noch... Ja. Sie sieht noch besorgter aus als sonst. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir müssen nur ins Büro, uns eine Probe schnappen und schon sind wir wieder draußen. Wenn du das sagst, aber versprich mir eines. Wenn irgendetwas schief geht, kehren wir sofort um. Versprochen. Okay, also da unten kommen wir jetzt nicht hin. Sprechanlage. Barney? Barney, bist du da? Bent, die Algenfelder brennen! Ich weiß. Hör zu. Ihr müsst umgehend die Bohrinsel evakuieren. Alle müssen runter, sofort. Wir sind ja schon dabei, aber was ist mit dir? Wo bist du? Ich habe hier noch was zu erledigen. Gottverdammt, Bent! Ich mach schon keine Dummheiten. Wir sehen uns dann auf dem Festland. In Ordnung? Gut, ich nehme dich beim Wort. Viel Glück. Okay, haben wir das auch schon mal geklärt? Hier können wir auch nicht weiter. Also hier oben haben wir noch, da haben wir noch einen Getreideflocken. Cornflakes. Meine Fresse. Wer braucht denn jetzt Cornflakes? Wir. Da war eine Frischhalteklemme drin. Ah. Eine riesige Frischhalteklemme. Mein Gott. Damit könnte man einem erwachsenen Mann das Bein abklemmen. Aber die ist ja noch nicht vierkantig. Okay, gehen wir trotzdem nach unten. Zur Not. Alle Stricke reißen. Die Leiter, das Pult, die Tür. Dann werden wir das mit der Klemme jetzt mal probieren. Ha, Schwachsinn. Finde ich auch. Und dann haben wir hier noch eine Antenne. Die Antenne ist auf einem viereckigen Metallstab montiert. Alles klar. Demontieren. Ich hoffe, ich muss damit niemanden verletzen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wofür wir diese Antenne brauchen. Und wir brauchen nur die Eisenstange, um die Tür aufzumachen. Das wird nicht leicht ohne Kurbel. Aber du hast es geschafft. So, was haben wir hier? Einen Druckschlauch. Über die Schläuche wird der Druck im Laborkomplex geregelt. Dann werden wir mal mit zuhalten. Mit was denn? Mit der Klemme natürlich. Das funktioniert? Klar. Sein Adventure. Sieht jedenfalls ganz gut aus. Sehr schön. Dann können wir jetzt vielleicht die Schleusensteuerung bedienen. Okay. Tief durchatmen. Das muss jetzt gehen. Ja, also. Sehr schön. Dann die Luke öffnen. Faye, ich hab's. Kommen Sie. Faye, wir haben keine Zeit. Ich komme. Okay. Okay, da werden wir. Hier haben wir jetzt die Pumpe. Aha. Was ist? Jemand hat an der Pumpe hantiert. Deswegen auch der Überdruck in der Kammer. Du kannst doch sowas reparieren, oder? Schon passiert. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier lang, würde ich sagen. Schauen uns hier mal um. Hier haben wir eine Tür. Dahinter geht's zum Zuchtlabor. Nur Mitarbeiter mit Zugangskarte dürfen den Bereich betreten. Gut, wir haben gerade keine Zugangskarte. Das heißt, wenn hier nichts weiter ist... Nö. Gehen wir wieder zurück. Und organisieren uns hier erstmal eine Karte.
Oh nein. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Nein, 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 nein! Ben, sieh es ein. Wir sind zu spät. Sie können nicht alles vernichtet haben. Sie haben alles vernichtet. Im Zuchtlabor gibt es noch welche. Dort haben nur Forscher Zutritt. Sie werden dich töten. Woher wollen Sie das wissen, hä? Das Zuchtlabor. Wir müssen zum Zuchtlabor. Ja, aber auch hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Das geht nur über den Kartenleser. Genau, dazu bräuchten wir eine Karte. Wir haben aber nur eine Eisenstange. Saubere Arbeit. Keine Chance. Die Proben wurden restlos vernichtet. Schade. Okay, können wir den Spind jetzt vielleicht öffnen? Ja, der war ja leer. Und den Spind. Und den anderen Spind. Nichts. Nirgends. Bin ich denn der Einzige, der Algenproben mit nach Hause nimmt? Bist du nicht da ruhig? Ja, bist du. Schreibtisch. Können wir den Schreibtisch absuchen? Nichts. Nicht mal eine Petrischale. Das ist schade. Aktenschrank. Wir brauchen eine Zugangskarte. Ich denke mal, mit der Eisenstange werden wir da nicht reinkommen. Pah, Schwachsinn. So ein Blech. Und im Kartenleser ist wahrscheinlich... Das ist das Kartenschloss für die Luke. Genau. Ja, schön. Den Aktenschrank haben wir ja auch schon durchwühlt. Das müssen wir eigentlich nicht weitermachen. Mist. Kein einziges verirrtes Reagenzglas. Nur Papierkram. Na, Bent, unsere Prioritäten sind irgendwie gerade sehr verschieden, würde ich sagen. Wäre die grüne Soße Algenbrühe, wären wir jetzt aus dem Schneider. Also hier ist nichts. Wir gucken hier nochmal rein. Aber auch hier keine Karte. Vielleicht kann man ja hier weitergehen. Hey, was haben wir hier noch? Eine Schleuse. Können wir da vielleicht rein? Huch. Oh mein Gott. Das ist alles meine Schuld. Was? Das alles passiert nur, weil ich hierher gekommen bin. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Und ich... Wer auch immer das getan hat, er ist noch hier. Und gnade ihm Gott, wenn ich ihn jetzt finde. Lissa. Faye, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Natürlich. Mach's gut, Lissa. Bis irgendwo in einem anderen Leben. Tja. Oh, na, das ist jetzt nicht schön, aber ich fürchte, bitte wir müssen das machen. Verzeih mir, Lissa. Denn wir brauchen die Zugangskarte. Ich habe Ihre Keycard gefunden. Damit kommen wir bis zum Zuchtlabor. Immerhin, und hier ist eine Blutspur. Sie muss gerade am Generator gearbeitet haben. Diese feigen Mörder. Das ist schon ein starkes Stück. Okay, gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Fehler. Fehler. Oh nein, der Kartenleser spinnt. Ich muss wohl den Durchgang übers Bürolabor nehmen. Na gut. Dann gehen wir halt wieder durchs Bürolabor. Also hier lang. Na. Und nächster Versuch. Sollen wir hier noch weitergehen, damit die Kamera da ist? Sehr schön. Das funktioniert. Hey. Hier suchen bringt nichts mehr. Wir gehen jetzt direkt zum Zuchtlabor. Halt, warte doch. Das ist aber auch eine Güte. Überall diese roten Lichter. Das sind Bomben. Bent, wir müssen hier weg. Ruhe bewahren, Faye. Wir haben es fast geschafft. Eieieiei.
Das sind die Beta-Terminals für die Kammer. Aber warum sind sie aktiv? Können wir sie deaktivieren? Erst das Alpha-Terminal. Natürlich. Das muss er noch einmal ganz ausruhen gehen, dann hätten wir auch hier erstmal alles angucken können. Halt, hier ist das Alpha-Terminal. Wenn es das Schicksal ausnahmsweise mal gut mit mir meint, dann werde ich damit gleich das Labor öffnen. Dann? Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Keine Ahnung. Ich gebe mir gerade irgendwas ein. Huch. Das Passwort war leider falsch. Tja. Algen. Das Passwort war leider falsch. Also ich glaube, mit Daten komme ich hier nicht weiter. Dann müssen wir irgendwie nochmal das Passwort finden. Mein Gott. Der ganze Raum ist voll mit Sprengsätzen. Kommst du jetzt endlich mit? Sie kennen die Antwort. Nicht ohne die Alge. Dann sterben wir hier gemeinsam. Tja, das wird wohl passieren. Wenn es das Schicksal ausnimmt, dann werde ich damit gleich... Okay, dann kriegen wir das nicht auf. Da ist noch ein anderes Terminal. Wenn wir das nochmal sehen, ob wir das bedienen können. Das sind die Beta-Terminals für die Kammer. Aber warum sind sie aktiv? Okay, ansonsten haben wir hier noch die Sicherheitstür. Die können wir natürlich so nicht aufmachen. Ansonsten ganz viele Bomben. Und noch einen Gang, dann werden wir da nochmal lang gehen müssen. Ja, der richtige Eingang mit Desinfektionsraum und Pipapo ist nur eine Etage tiefer. Aber wir gehen jetzt den direkten Weg. Ich setze hier keinen Fuß raus ohne die Alge. Ja, aber wie sollen wir das jetzt hier rauskriegen, ne? Da steht nur ihr Name. Dr. Lissa Hinrichs. Ha, Kokolores. Komme ich hier nochmal raus? Ja. Denn wir müssen ja irgendwie an das Passwort kommen. Aber das hat ja auch nichts gebracht, den abzusuchen. Nichts. Nicht mal eine Petrischale. Ein Passwort würde mir ja reichen. Sie müssen nicht mitkommen. Ich kann das auch allein. Ich habe dich hierher gebracht, so einfach. Jetzt gehen wir hier noch wieder rein. Was passiert, wenn wir hier mit dir sprechen? Wir haben keine Zeit zu reden. Tu, was du tun musst und dann raus hier. Tja, wie kriegen wir denn das Passwort raus? Das geht ja gar nichts mehr. Aber auch interessant, dass wir hier lang gehen können, aber wenn wir jetzt hier reingehen, dass wir hier nicht durch können. Ich setze hier keinen Fuß raus ohne die Alge. Also nochmal alles absuchen. Denn mit der Karte können wir da ja nichts groß machen. Müssen wir hier nochmal eben rein. Oder vielleicht sogar nach ganz oben. Oder kommen wir nicht mehr hoch? Nein, die Alge ist in der anderen Richtung. Okay, da kommen wir auch nicht mehr hin. Irgendwas verpasst. Da gab es ja nur den Fehler. Das ist die Blutspur. Und mit Lissa können wir sicherlich auch nichts mehr machen. Sie hatte nur die Keycard bei sich, sonst nichts. Tja, wie gesagt, Passwort raten ist natürlich schwierig.
denn hier ist ja auch nichts. Und ich wüsste jetzt halt auch keinen Anhaltspunkt, wo einem das Passwort in irgendeiner Art und Weise verraten wurde. Ansonsten haben wir halt hier nur Bomben. Bombe, Bombe, Bombe. Terminal. Zuchtlabor, Sicherheitstür. Schauen uns die Sicherheitstür nochmal an. Ansonsten müssen wir ein bisschen Rätselraten machen. Dahinter ist sie? Ja. Der richtige Eingang mit Desinfektionsraum und Pipapo ist nur eine Etage tief. Aber ja, das hatten wir ja schon. Wenn es das Schicksal ausnahmsweise mal gut mit mir meint, dann werde ich damit gleich das Labor öffnen. Bedienen wir es nochmal. Hier im Hintergrund ist auch nichts zu sehen. Probieren wir mal Lissa. Das Passwort war leider falsch. Space Wars ist eine 1, 2, 3, 4, 5 ist eine gute. Nee. Das gute Passwort nehmen sie ja auch nicht. Tja, aber ansonsten. Die Algen hatte ich ja schon probiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Die Bomben werden uns sicherlich auch keinen Hinweis mein geben. Oh Gott, der ganze Raum ist voll mit Sprengsätzen. Können wir das Terminal sonst irgendwie bedienen? Wahrscheinlich ja nicht. Denken wir erst das Alpha-Terminal und dann die Beta-Terminals. Erst das Alpha-Terminal. Das hatte ich befürchtet, dass du sowas sagst. Können wir hier sonst noch irgendwo weitergehen? Nö, ne? Nee. Auch das ist nicht möglich. Aber gut, ich würde sagen, das Problem heben wir uns dann für die nächste Folge auf. Heben es uns für die nächste Folge auf. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.